Willkommen zurück bei Super Mario 74. Wir gehen in die Haunted Factory und suchen Sterne. Es ist kein Geisterhaus oder Geisterschloss. Nein, es ist eine Geisterfabrik. Mit einer komischen Spinne. Und einem Schild. Woo! You're trapped! Now please scream. Ja, nee, ist klar. So, erstmal umgucken. Da ist noch ein Viech. Nische. Nische. Da. Da, da, da. Erstmal dich töten. Pam. Ist da sonst irgendwas? Nö, das ist... einfach nur eine Nische. Wie sieht's da aus? Da geht's oben lang. Das sieht man ja schon. Aha. Sonst hier irgendwas? Außer Münzen? Nope. Nichts. Gar nichts. Tolle Nische. Schild lesen. Schild lesen, nicht ranhängen. I can see you all the time. Schön für dich. Echt schön. Soll mich das stören, wenn du mich sehen kannst? Da geht's auch nicht lang. Toll. So, was haben wir hier? Giftkanal. Boost. Boost geben 5. Sehr schön. Tja, verkackt. Hihihi. Ach, leck mich. Lacht er mich irgendwie aus? Da geht's lang. Erstmal möchte ich dahin zur Kiste. Erstmal lesen wir Schilder. This sign tells you nothing. Why are you reading it? Frage ich mich auch eigentlich immer wieder. Keine Münzen, sondern ein Panzer. Okay, deswegen ist hier auch der Dings. Der Kanal. Oh. Der ist so billig. Kein schwerer Parcours in irgendeinem engen Kanalisationsscheiß, sondern einfach zwei Kurven fertig. Da hatte ich auch schon mal Schwereres. Obwohl, ich sollte mich lieber nicht beschweren. Ich habe schon andere Level gesehen. Level 9. Ich habe es mir kurz angeguckt. Einfach mal hochgucken und schon kriegst du, denkst dir, nee, danke. So. Gehe ich jetzt erstmal da, wo der Schalter ist? Geh erstmal da, wo der Schalter ist, lang. So, was macht der Schalter? Kisten, Kisten, Kiste. Hinter mir. Boah, wie viele Kisten sind das? Ach, die bleiben. Okay. Will? Hier geht's hoch? Hier ist auch nur eine Münze. Hier ist sonst was. Nee, dann müsste ich da jetzt rüberspringen. Ach, ich hätte es auch gleich rüber geschafft. Okay. Die Lakito-Perspektive scheint hier gerade gut zu sein, wie es aussieht. Nein. No. Okay. Lakito-Perspektive war da denn doch nicht gut. So, so, so. Einmal drehen. Und schwumm. Ja, reicht vollkommen. So, jetzt haben wir nämlich die... das war knapp. Jetzt haben wir nämlich die Kamera ein bisschen weiter... du sollst einen Weitsprung machen. Kennst du Weitsprung? Kennst du rausspringen? Funktioniert doch. Ich
weiß immer noch nicht, wo es da eigentlich lang geht. Aber zumindest gab es da eine rote Münze. Müssen wir uns auf jeden Fall merken. Das sollte eigentlich auf keinen Fall passieren, glaube ich, weil die Blöcke kommen nicht zurück, wenn ich sie zerstampfe. Also auf jeden Fall cool zu wissen, dass da dann Münzen rauskommen. Das darf nicht nochmal passieren. Auf keinen Fall. So, Mario. So. Ach, Mann, Mario, spring doch da nicht schief gegen. Nicht rüber. Kann ja nicht angehen, Mario. Wer hat dir das beigebracht? Hä? Was haben wir jetzt da? Okay, da müssen wir dann mit dem Dingsblock darüber. Ah, da ist gleich ein Stern. Okay. Ja, der dürfte aber knapp machbar sein. Da. Sie sonst noch irgendwas? Nö, hier ist einfach nur der Stern. Okay, also gibt es in dieser Kammer eigentlich. Hallo? Gibt es in dieser Kammer nur ein paar Münzen sozusagen und eine rote Münze. Blocks of Doom. Ja klar, Blocks of Doom. Das ist ein bisschen übertrieben, Blocks of Doom. Also, Doom war da jetzt noch nichts wirklich. Und wir müssen weiterhin die Factory erkunden. Habe ich da nicht gerade was gesehen? Da geht's auch noch lang. Wie. Wow. Oh, da geht's ja hoch. Okay. Drei. Nee, Dreisprung ist glaub nicht. Nee. Was ich mir vorstellen kann. Ist das. Okay, das funktioniert. Wunderbar. Was ist eigentlich unter. Was ist eigentlich da unten? Der Tod! Interessant. Wow. Sieh mal da, das ist ein Eingang. Der ist aber riskant. Okay, der Scheiß hier ist eh riskant. Mario-Perspektive bitte. Fuck! Oh, ich hab's überlebt. Ich fand's trotzdem nicht geil, da jetzt runter zu segeln. Okay, aber wir haben noch eine zweite Chance. Bitte Kamera so drehen, dass ich das auch. Der Sprung war halt irgendwie zu knapp. Also zu schräg, besser gesagt. Das funktioniert auf jeden Fall so relativ gut. Ich habe hier doch einen Geist gehört. Da geht es irgendwo lang. Da oben. Wow, ist ziemlich viel. Da ist auch nochmal so ein Invisible. Invisible Block. Ui. So. Ah. Ah, da unten ist der. Ist da unten der Knopf?
Ich glaube schon. Wenn ich hier zufällig jetzt die 100 Münzen einsammeln würde, wäre prima. Ja, das eignet sich doch super für Warjump Action. Ha! Nee, da ist eine Wand einfach nur. Okay, okay, okay. Ja, du sollst. Weitsprung! Warum ist hier eigentlich nichts? Hier ist gar nichts. Nicht mal Münzen. Perfekt. Der Sprung. Na? Fehler. Scheiß Viech. Da ist ein Stern. Wozu ist jetzt hier der... Ich sehe es schon. Da geht's durch. Tatsächlich geht's da durch. Und hier gibt's viele Münzen nochmal. Und wenn man will, kommt man hier wieder raus. Okay, die Münzen interessieren mich jetzt nicht. Auf jeden Fall müssen wir da hoch. Ist schon mal wichtig. Für die 100 Münzen. Und ich habe keine Uhr mehr, weil mir der Fernseher gerade standby gegangen ist. Ganz toll. Geh an. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir schon spielen. Ich glaube aber schon relativ lang. Ich mache jetzt mal 10 Minuten. Denn ist auch gut. Allzu viel haben wir ja noch. Obwohl doch, wir haben schon 3 Sterne. Ist eigentlich gar nicht so schlecht gerade. Ehrlich gesagt möchte ich jetzt aber auch die... Wir sind da noch einen Weg noch nicht gegangen. Sehr schön. Wie gesagt, wenn ich zufällig die 100 Münzen jetzt zusammenbekomme, dann wäre es prima. Dann bräuchte man die nämlich nicht mehr. Versuchen wir die mal aktiv irgendwie zu sammeln. Halb aktiv. Komm nochmal her. Danke. Da, rechts waren wir noch nicht drin. Oh, da ist ein Auge. Hallo, Auge. Das ist so ein Kack-Laser-Auge. Oh, das ist aber scheiße platziert. Nein! Oh, ich fall da runter, wenn ich ging. Okay. Okay, das werde ich da wohl nicht wegbekommen. So eine Scheiße. Okay, Münzen, egal. Wir gehen da jetzt nochmal lang. Auf jeden Fall. Nur das Auge muss mich natürlich dann auch in Ruhe lassen. Ah, ich hasse das. Ich hasse diese... Die Glücke sind nicht ganz so schmal wie beim blauen Scheiterpalast. Aber da wird ein Stern drin sein, wie es aussieht. Ich habe da gerade eine rote Münze gesehen. Da kommt von da aus ran. Okay, gut zu wissen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt damit auch alle rote Münzen hätten. Oh, Alter. Das wäre jetzt noch gewesen. So, wir machen jetzt uns nochmal auf nach oben. Wir haben ja noch den einen regulären Stern und ansonsten geht's nächstes Mal in der nächsten Folge denn wohl ans Münzen sammeln.
Und dann können wir auch gleich in dieses Bonuslevel machen. Dich lassen wir also in Ruhe. So. Du gehst mir nicht mehr auf den Zeiger. Moment, da gab es ja hier noch diesen einen Weg hier. Naja, wir holen uns erstmal den Stern, auf jeden Fall. Oder auch nicht. Bäh. Ja, ist egal. Wir haben genug Herzen wieder drin. Boah, Mann. Komm her. So. Geht auch. Wir könnten auch mal die Kamera wieder ändern. Whoop. Und hier nochmal. Sehr schön. Der Rest war ja relativ einfach. War nur ein bisschen Wandsprunggedöns. Warum sollte man hier denn runterfallen? Vielleicht wegen dem Geist. Ah, den entledigen wir uns mal schnell. Und den springen wir wieder hier rüber. Ja, komm her. Ach komm hier. Leck mich. Moment, da unten geht es im Prinzip auch nochmal lang. Egal. Wir holen jetzt erstmal den Stern. Jetzt gucke ich nochmal kurz da unten in der Lücke da bei dem Gift nach. Was das da soll. Auf jeden Fall haben wir 58 Sterne. Noch zwei und ich glaube, wir können hier die Tür dann aufmachen. Spooky Red Coins. Spooky. Au. Stirb. So, gehen wir mal den Geheimnis auf den Grund. Erstmal muss ich aber entsprechend positioniert sein. Verdammt. Am besten, ich mach das. Wo mach ich denn das? Mach ich es von hier aus so runterspringen oder lieber von da jetzt so runterspringen? Scheiße. Ach, egal. Ich muss da trotzdem mal hingelangen. Moment, Moment. Wir können ja im Prinzip auch mit dem. Ich muss da mit dem Panzer hin. Ich kann da mit dem Panzer hin. Das ist nur ein bisschen tricky. Das probiere ich noch schnell. Das ist einfach Neugier. Die muss jetzt befriedigt werden. Und ansonsten fühle ich mich schlecht. Und das will ich nicht. Zwar muss ich hier hoch. Da lang. Darüber. Da lang. Und wo geht's jetzt hier hin? Aha, okay. Gibt es denn also. Wow!
The fuck? Okay, wir holen uns jetzt schnell noch die. Ja, holen wir uns noch schnell die 100 Münzen. Man kann es auch übertreiben. Aber wie es aussieht, wird halt Neugier belohnt. Finde ich gut. Sehr schön. Ja, das reicht mir. Wir verlassen den Kurs. Und ja, die 8 roten Münzen fehlen uns nur noch. Die holen wir uns denn beim nächsten Mal. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen und tschüss.